den letzten 3 Spielen habt ihr 5 Tore in den ersten 20 Minuten gemacht. Wie erklärst du dir das, dass ihr immer gleich so gut aus der Kabine kommt? Die Erklärung ist ganz einfach. Wir wissen genau, was uns erwartet. Wir sind alle immer heiß auf den Anpfiff und hochkonzentriert. Und damit machen wir es dem Gegner natürlich auch schwer, in so ein Spiel zu finden, wenn wir gleich von der ersten Minute an da sind. Morgen geht's gegen Düsseldorf, Sonntag gegen Fürth, englische Woche. Ist das für euch in der Situation aktuell ein Vorteil, weil ihr immer den Schwung und das Selbstvertrauen gleich mitnehmen könnt, wenn ihr viele Spiele hintereinander habt jetzt? Ja klar, also viele Spiele hintereinander sind immer eine schöne Sache. Klar auch anstrengend, aber man spielt natürlich lieber, als dass man trainiert. Und auch wenn die Phase schlecht wäre, wäre das natürlich gut, um schlechtes Spiel vielleicht vergessen zu machen. Aber jetzt für uns natürlich super, um den Lauf, den wir gerade haben, weiter fortzusetzen. Morgen geht es gegen Düsseldorf. Wie schätzt du den Gegner ein? Ja, eine erfahrene Zweitligatruppe. Man sieht das auch immer wieder bei Standards sehr präsent. Und wir wissen, was auf uns zukommt. Es wird sich ein hartes Spiel, ein anderes Spiel als gegen Würzburg wahrscheinlich. Aber wir sind positiv gestimmt, dass wir auch in Düsseldorf was Zählbares mitnehmen. Ja, Lead, Hand aufs Herz. Wie oft hast du dir deinen Treffer von Samstag nochmal angeguckt? Ein paar Mal habe ich mir das schon nochmal angeschaut. Bin auch ein paar Tage später immer noch genauso stolz drauf. Also schönes Tor. Gegen Würzburg warst du ja generell offensiv oft in Aktion. Wie stehen die Chancen, dass wir das in Düsseldorf auch bei dir sehen? Relativ hoch. Ich bin grundsätzlich gerne jemand, der sich vorne mit einschaltet, unabhängig vom Gegner. Und deswegen erwarte ich von mir oder habe ich den Anspruch, dass ich das beim nächsten Spiel dann genauso mache. Mit Thomas Pledel triffst du am Mittwoch auf einen alten Kollegen. Habt ihr noch Kontakt? Ja, wir haben tatsächlich noch Kontakt. Er ist ja leider momentan verletzt.